Mein Liebling, ich habe immer an uns geglaubt. Für mich ist unsere Liebe etwas ganz Besonderes. Vor genau 4 Jahren startete unsere gemeinsame Reise voller Liebe und Emotionen. Mir war von Anfang an klar, dass ich keinen Mann je so bedingungslos lieben werde wie dich. Mein Schatz, mein Engel, meine zukünftige Frau. Ich bin unglaublich dankbar, dass uns das Schicksal trotz der großen Entfernung zusammengeführt hat. Dein herzliches Lachen, deine lebensfrohe Art, diese Mischung aus ein bisschen Tussi und MacGyver, der für alles eine Lösung parat hat, war und ist einfach zum Verlieben. Du hast mir gezeigt, wie wertvoll Liebe ist und dass man gemeinsam alles schaffen kann. Unsere Liebe wurden öfter Steine in den Weg gelegt und die Gefühle dann unter Kontrolle zu halten, war für mich wohl die größte Herausforderung. Aber auch in schweren Zeiten haben wir gemeinsam zueinander gestanden und das Beste daraus gemacht. Unsere Erfahrungen haben uns an diesen Punkt gebracht und das Schicksal hat uns wohl nie aufgegeben. Du bist der selbstloseste Mensch, den ich kenne. Du würdest wortwörtlich dein letztes Hemd geben, nur um mich glücklich zu sehen. Du bist die Liebe meines Lebens, mein bester Freund, mein Seelenverwandter, aber vor allem mein Zuhause. Ich bitte dich, mach mich zum stolzesten und glücklichsten Mann auf Erden, indem du meine Frau wirst. Und ich verspreche dir unter Zeugen, mein Leben lang alles Mögliche zu tun, um dir der Ehemann zu sein, den du verdienst. Ich liebe dich. Ich bin unglaublich stolz dafür, als meinen Wege zu meinem Schwager bezeichnen zu dürfen. Und ich habe jetzt als meinen Ehemann, den ich ein Leben lang schätzen und lieben werde. Ich werde versuchen, die beste Ehefrau für dich zu sein, denn die hast du auf jeden Fall verdient. Heute gründen wir unsere eigene kleine Familie. Ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zukunft. Steffi hat unglaublich viel Herzblut und Ideen in die Hochzeit gesteckt. Und das seht ihr, glaube ich, selber mit den ganzen Personalisierungen und Co. Die ganze Organisation, der ganze Ablauf. Es ist einfach liebevoll gestaltet und mit ganz viel Liebe zum Detail.
auch, wenn wir Feuer in Laune aufgehen. Mein Kamera vor der Nase. Hallo Kamera, Servus YouTube, hallo Facebook, hallo Leute auf ProSieben. Heute ist die Hochzeit von Steffi und Aaron. Das und vieles mehr. Morgen 20.15 Uhr auf ProSieben. Jetzt weißt du, wie es geht so.